City Gallery Томаса новая выставка и новые идеи. Ці картини, якщо придивитися уважно, так от, намальовані пальчиком. Тобто видно, що художниця просто робила текстуру. Значить, на всіх ліліях, на всьому ми можемо бачити маленькі пальчики. Цікаво, вона як ніготочки показує. Всі картини її тут якраз так і представлені. Так що буде доречним, коли протягнути пальчики, розписувати, як їй вдалося під впливом імпресіонізму. Ось вона стоїть, розповідає своїм гостям. Звати її Міла Серпі. Роботою від 800 до 1200. Все пальчиком. Подивіться, яка фактура тут. Дивіться, тут яка фактура. Треба запитаємо хвилями. Darf ich ein paar Stellen sehen? Ja, absolut. Danke schön. Gesehen? Ja, das haben Sie mit Finger. Malen. Das ist Prinzip. Das ist Prinzip, ja. Berühren, Energie, ja. Und Textur. Mit Mit alle diese Finger? Ja, mit alle, mit ja? Handschuhe. Mit Handschuhe. Ist klar. Ich habe gedacht, dass es auch das Scratch machen auch, nein? Ja, auch, auch. Mitunter, ja. Man ist halt einfach näher am Material. Mhm. Man kann wirklich die Farbe beformen und man spürt. Halt wie vorbereiten Sie Idee im Kopf und später? Ich oder? Kopf, genau, und mache eine Grundierung. Mhm. Und, also ganz dünn mit Farbe, also das okay. Ist wasserlöslich. In Experimente, ich habe gesehen, so diese Triptych. So, so, so. Bitte schon, kann man wählen. Genau. Unglaublich. Und dann also zeichne ich mit Öl vor. Dies ist irgendwas anderes, ja? Ja, weil das ist nur sozusagen das ist, ganz dünn aufgetragen, ja? Also mhm. Schon mit den Fingern, aber es hat halt nicht diese Technik. Aha, ja, es ist eine Technik, also genau. Insel. So erste, das war Schulter, ja? Ja, genau, und dann habe ich halt so einen Federbohrer. Das ist dazu. Unterstützung, ja, oder? Mhm, genau. Brauchen wir alle, ja? Und darum diese Lippen, das super.